Gewita? So, weiter geht's, Leute. Wir haben noch eins. Jum. Gewita. So, weil dann hätten wir beide Tagrennen schon wieder fertig. Tagrennen sind halt legale Rennen. Und dann gehen wir jetzt wieder ab in die Nacht. Warum fährst du kein Rennen? Woher? Vielleicht fahre ich ja eins. Klingt aber nicht danach. Ich gönne mir nur eine Pause. Gönne ich mir gar nicht. War auf dem Weg zum Rennen. Givita. Wir müssen mal durch eine Werkstatt fahren. Mama. Ist der Motor kalt? Schieben wir den Golf 1. Eieieiei. Nitro, jetzt war doch hier eine schöne Gerade. Jetzt ist egal. Runde 2. Wieso? Weil der schiebt nur extremen übere diese vor der Achse. So, hoffen wir jetzt gleich mal, dass er... Ah, jetzt haben wir wenigstens gleich Nitro für die lange Gerade. Das ist ja... Hey, doof. Wir haben jetzt gar keine Chance mehr, die Gegner. Oh, jetzt ziehen wir einen vierten hier richtig und... Fünf, ja. So. Givita. Noch eine Runde. Es geht nicht, okay. Also ihr müsst jetzt ganz klar sagen, Leute, ich probiere jetzt auch viel aus. Wenn das dann mal in die Hose geht, ja, dann habe ich halt PP. Aber wenn ich nicht ausprobiere, dann kann ich es auch nicht wissen. Normalerweise muss ich für die Tagesaufgaben noch hinter 300 Meter hinter anderen Leuten im Windschatten fahren und all sowas, aber ich will ja Rennen fahren, ne? Und nicht im Windschatten fahren. Upsa. Das war doof. Noch 500 Meter. So. One. So muss das sein. Und nicht anders. Givita. Perfekt. 13.968. Wieder richtig abgesahnt, ne? Zack, zack, zack. Wir hätten, fahre 5 Sekunden lang hinter Windschatten ein anderes Racer, springe 25 Meter weit. Ja. Springe 25 Meter weit. Kann man eigentlich hier machen? Was ist das? Da fahren wir mal hin, ja. Ich will mir das mal gerade angucken. Was ist das?
Givita. Einsammeln. Okay, das sind Tattoos. Ja, ich würde sagen, wir sind. Der Tag ist wieder durch. Wir gehen in die Nacht und versuchen dann diesmal wirklich ein bisschen. Ja, dass wir jetzt wenigstens auf Level 7 kommen, ne? Diese Nacht. Minimum ist jetzt Level 7. Und dann gucken wir mal, weil ich denke, neues Rennen wird jetzt hier. Doch, da haben wir ein neues. Ja gut, dann machen wir erstmal das Neue und dann gucken wir, ne? Aber wir sind ja schon Bämpfer. Hä? Uiuiui. Aber echt gedacht, da würde ich jetzt durchpassen, aber NÖ. Wie kann ich denn dieses Haus hier entsperren da drüben? Alles klar. Entsperren tun wir die, wenn wir da einfach hinfahren. Easy. So, dann sind wir da. Ab hier die wilde Fahrt. Ich muss 7 werden, Leute. Langsam wird Zeit. So. Mache ich das, was ich nämlich sinnvoll finde. So. Haben wir das nämlich jetzt auch mal zu 100% gesehen, dass das wirklich funktioniert. Eigentlich wäre es ja ziemlich cool, so Level 14 oder so und dann neues Auto, weil das hier ist wirklich schon arg langsam, ne? Was ich vom Sound einfach geil finde. Was ich richtig geil finde und das habe ich bei jemandem gesehen, ist der Sound vom Skyline, wie unfassbar echt einfach. Also das ist wirklich schon gut, also wenn man. Jetzt hast du den Bogen überspannt. Ich habe hier einen Racer, der sich gerade eine Menge Ärger eingehandelt hat. Die Jagd ist eröffnet. Meldet Verkehr. Wen jagen wir und was für ein Wagen fährt die Zielperson?
Fahrzeug ist ein Mitsubishi Evolution. Einer unserer Officer ist gerade an einem Zielfahrzeug dran. Schließt ihm euch an, bevor der Spaß vorbei ist. Der Spaß ist schon längst vorbei. Weil den Noobs haben wir schon gezeigt, wo der Hammer hängt. Na, durch die Tankstelle müssen wir nicht fahren. Auto is in the best form. So, boom. Wow, wow. 2501 RB. So, Stufe 6 sind wir. Noch mal ganz kurz stehen bleiben. Stufe 6 sind wir auf jeden Fall, weil dann stehen 7. So, wo ist das? Na komm her. Wir machen das. Und gib ihn. Da ist das Schild. Und wo ist die Chance? Jan hat zu mir gesagt, ach, gucke mal da. Okay, komm, wisst ihr was? Das mache ich jetzt auch mal. Da haben wir auch noch nicht gemacht. Ja, das war dumm. Ist noch ein bisschen langsam, Mama. Mir aber dann traurig. Da könnte ich jetzt noch mal probieren mit noch mehr Speed und. Aber ist schon alles gut. Kommt auch noch. So, wenn da oben steht, nächste Stufe 8, dann sind wir 7. Dann sind wir da, wo wir hinwollen. Und das Kopf-Level will ich auch gerne mal so ein bisschen hoch haben. Wir haben ja gerade mal Stufe 1, also da auch noch ziemlich lächerlich, ne? So, ab geht's. Einzigster Nachteil an den Premium-Pass-Autos, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ist der einzige Nachteil, man kann nichts Großartiges verändern an diesen Autos, ne? Ich wollte eigentlich im Windschatten fahren, aber dann ist mir eingefallen, ist ja Nacht drin, brauche ich nicht. Deswegen hauen wir jetzt ab. Und ein paar Cops wären eigentlich ziemlich nice. Da sind sie. Hier bin ich. Komm zu mir. Ups. Die wollen nichts von uns. Hüpf. Weg da. Wir sind erst gegenüber von mir. Richtig abgelast.
Noch 500. Ich will immer zwischendurch fahren, ne? Ui. Müssen wir auf jeden Fall noch weitermachen. Ich kann nicht aufhören. Ich kann schon aufhören, aber was bringt mir das, hier ständig so wenig Rennen zu fahren? Darauf auf jeden Fall wieder vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss.